ein bisschen Real Talk mit Dimi, quatschen über Hongs Tour. Ihr wisst ja, momentan gönne ich mir Urlaub. Läuft nicht ganz so krass, wie ich es halt gerne hätte. Aber Dimi meinte auch, ist echt zu schade um die Idee. Richtig. Ja, das ist das Problem, Mann, das ist das Problem. Ja, wie gesagt, die Pause kannst du dir ja gönnen. Ja, die Frage ist, wie es danach halt weitergeht. Kann man ja dann besprechen, aber ich würde es halt wirklich nicht liegen lassen. Potenzial groß. Kosten sind halt echt gering, Mann. Die Idee ist gut. Du hast schon eigentlich viel Arbeit reingesteckt mit Homepage und allem. Lass es halt laufen. Mein Vorschlag. Ja, ja. Also beenden werde ich es wahrscheinlich eh nicht. Die Frage ist halt nur, wie viel man reinstecken will, weißt du? Wie krass man jetzt durchziehen will, oder? Gut, wenn du es am Anfang eh locker laufen lässt, dann wird's halt natürlich... Immer lockerer. Ja, dann wird es halt natürlich darauf hinauslaufen, dass es auch dementsprechend erstmal klein bleibt. Ja. Wenn du irgendwann mehr Arbeit investierst, wird es automatisch dadurch auch wachsen. Ja. Und wenn du dann so auch strukturelle Sachen dann intern dann in das Unternehmen dann reinbaust, wie du es erweiterst, bisschen Marketing, ja. Dementsprechend auch das Ganze mit Vertrieb vertreibst und so weiter. Also das ist... Dann natürlich dann, wenn du es groß aufziehen möchtest. Keine Produktplatzierung. Heute, was geht ab, mein Junge? Gerade zurückgekommen von einem kleinen Mittagessen und tiefgründigen Gespräch mit Dimi. Es gibt wieder die überkrassen Instant-Ramen. Aber diesmal die zweite Packung. Ich habe jetzt zwei verschiedene gekauft, auch von einem 1-Sterne-Koch. Alter Leute, wie ekelhaft ist dieses Getränk? Das hat der Milos zufällig mitgebracht, lag noch bei ihm so rum am Freitag und mein Gott, was ist das, Mann? Sag mir bitte nicht, dass irgendeiner von euch das feiert. Ich weiß, ein paar Sachen sind Geschmackssache, wie Eistee mit Sparkle von Lippen und so und sowas. Kuss geht raus an Brieken, der das feiert. Okay, da kann man sich streiten. Aber das, zeig mir einen Menschen, dem das schmeckt, Mann. Alter. Ihr wisst, ich schmeiß eigentlich nie was weg. Das hier haben wir schon Ewigkeiten, keiner will das haben, aber wer weiß, vielleicht irgendwo, irgendwann ist das irgendjemand oder zum Beispiel hier. Ihr wisst ja, wir haben diese ekligen Sachen Asia Snacks Bubble Tea mäßig gegessen. Da waren noch drei übrig, lagen hier. Hat ein Ahnungsloser, aka Barisch, das gegessen. Er dachte, boah, geile Verpackung. Deswegen lasse ich das auch noch da. Aber das! Das ist so eklig, das wird weggeschüttet, Alter. Ach, das soll ein Schweinebauchteil sein. Boah, krass. Also frische Zwiebeln, auch eh krass. Also frisch. Aber das ist ein Schweinebauch. Also ich muss schon sagen, das hier hat ein paar andere Sachen, Zutaten mehr und auch krassere Sachen. Ich bin gespannt. Also Schweinebauch, okay, das andere hat ein bisschen Rindfleisch. Und hier auch, ich glaube, Pilz. Krass, krass, krass. So. So sieht es aus. Direkt Unterschied, die Brühe. Die Brühe hier ist schön klar, durchsichtig. Die andere war cremiger. Also dieses cremige, so stelle ich mir eigentlich immer Ramen vor, aber heißt es nicht, dass durchsichtig direkt automatisch schlecht ist. Hat jetzt nicht so viel Geschmack. Also die andere war echt Geschmacksexplosion. Muss sagen, die schmeckt echt, als hätte ich Corona heute. Ernsthaft. Die schmeckt echt schlaff. Bambus ist es, glaube ich. Ja, Bambus. Also der ist geil. Der ist geil. Also ein Mix aus beiden wäre überkrass. Aber muss echt sagen, die Brühe ist mir zu schwach. Nudeln, geile Konsistenz. Wo ist das Stück Fleisch? Mein Gott! Das ist ja überkrass! Dafür, dass es getrocknet war oder was auch immer. Oh mein Gott!
noch 20 solcher Scheiben, ja geil, aber oh mein Gott. Also das ist auch, also da sind die Extras richtig geil, aber bei dem anderen ist die Brühe richtig geil. Das heißt, du machst einfach das andere und tust die Extras von dem da rein. Das mache ich demnächst, Leute. Da mache ich den ultimativen. Das ist der nächste Morgen. Ich habe also die E-Mail ist von Freitag, aber ich habe es euch noch nicht erzählt. Ich bin jetzt Crypto-Influencer oder was? Ich krieg ein paar interessante Nachrichten rein. Also wir hatten Binance. Okay. Weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind. Aber sah legit aus. Jetzt will hier also ein Russe, Vladimir, dass ich Safe Hamster werbe, promote, ein neuer Coin. Market Cap 22 Millionen. Liquidity 1,5 Millionen. Zu finden auf CoinGecko, CoinMarketCap, BKey Exchange. Bisher ungefähr 11.000, die diesen Coin halten. Nee, danke, Mann. Und dann noch hat mich eine Agentur angeschrieben. Die will, dass ich eine Trading-Plattform promote. Wo sind die denn? Und zwar ist einer ihrer Kunden OctaFX. Und die suchen jetzt für OctaFX, ihren Kunden, Influencer. Aber ihr wisst, wir sind keine Trader, dementsprechend ist das auch nicht interessant. Und ich habe auch keine Lust zu prüfen und zu recherchieren, ob die legit sind, ob die gut sind, ob man denen vertrauen kann. Dementsprechend checkt die nicht ab, Leute. Neuer Bubble Tea Laden, Leute, muss natürlich abgecheckt werden, vor allem wenn der so aussieht. Moment, ich glaube, jemand steht hinter mir. Man kennt die Kette jetzt auch in München. Eine Freundin hat mir letztens auch, am Wochenende haben die so Probelauf gemacht. Eine Freundin geschrieben, boah, bei euch gibt es ja jetzt Mr. Box hier und so. Gibt es viele Ketten und ja, die bringen was Neues, Innovatives, was sie von der Masse so abhebt und extrem Instagrammable. Also ich glaube, der Laden wird laufen und direkt am Stachus, also ich glaube, das wird abgehen. Yo, da ist er, der kleine Mann. Soll ich den schütteln? Verschüttelt sich das? Oh ja. Nicht das, was ich normalerweise trinke. Und das ist auch nicht der Geschmackstest. Der Geschmackstest ist natürlich Standard Black Milk Tea, Assam Milk Tea mit Tapioca. Das ist jetzt für den Show-Effekt, also anders krass Instagrammable. Ah, okay, das ist sogar hier nochmal verschlossen. Ah ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Blaue Milch. Blaue Kokosmilch. Ich habe einfach gesagt, gib mir irgendwas mit diesem Typen, mit diesem Glas, was am krassesten aussieht. Weil bestimmt kann man es auch einzeln bestellen. Also es gibt halt Specials in diesem Ding und die anderen Bubble Teas sind halt ganz normal in einem Becher. Aber wenn man nachfragt, kann man bestimmt auch einen normalen Bubble Tea in so einem Roboter-Typen kaufen, bestellen. Aber das ist halt geil mit den Schichten und dann hat der Kopf eine andere Farbe, also Alter, ich bin ein Kind, Mann. Kann mir echt gut vorstellen, dass es mega gut ankommt. Ja, ist erfrischend. Das sieht halt echt anders geil aus. Und das Geile ist, das kannst du wiederverwerten. Das kann ich für meine eigenen Bubble Tea zu Hause nutzen. Ja, das war's von mir, Leute. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen und dann haben wir ein Finanzteam-Meeting mit der Finanzgruppe. Das seht ihr vielleicht morgen, je nachdem, was man da alles so zeigen kann. Ja, Mr. T-Box. Eine Kollegin, deren Mann, also der Mann von einer Kollegin, hat den Laden eröffnet. Ist ein Franchise, das man kennt, wie gesagt.
gibt schon in mehreren Städten. Ich finde, die haben Potenzial von der Optik her und vom Hype und Instagrammable sowas. Also ist halt was anderes als einfach so ein Asiate, der einfach so nebenbei Bubble Tea mit anbietet. Geschmacklich, wie gesagt, muss man auf jeden Fall so ein Basic Standard Black Milk Tea mit Tapioca probieren. Der war jetzt okay, sag ich mal. Also sah besser aus, als er geschmeckt hat, aber war jetzt nicht eklig oder so. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ansonsten natürlich in DFI, Bitcoin investieren, Cashflow generieren, das Leben genießen, so wie ich. Euer Serious Business und ciao.